Hallo und willkommen zu einem Beispiel zum Parameterinterpretieren. Eine brennende Kerze, die vor t Stunden angezündet wurde, hat die Höhe h von t. Für die Höhe der Kerze gilt dabei näherungsweise h von t ist a mal t plus b. Es handelt sich also um eine lineare Funktion. Geben Sie für jeden der Koeffizienten a und b an, ob er positiv, negativ oder genau 0 sein muss. Überlegen wir uns, wie das bei Kerzen im Normalfall aussieht, wenn wir eine brennende Kerze im Laufe der Zeit beobachten, stellen wir fest, dass sie im Laufe der Zeit einfach ihre Höhe abnimmt. Das heißt, tragen wir das Ganze in einem Koordinatensystem auf, über der Zeit. So stellen wir fest, dass die Höhe abnimmt. Zeichnen wir das durch den Graphen einer Funktion ein, so wissen wir also, dass die Steigung dieses Graphen negativ ist und der Ordinatenabschnitt positiv. Das heißt also, für unsere beiden Parameter a und b, a ist also kleiner als 0 und b ist größer als 0.